Also, wir haben hier Florian Stein, ist der Was? Exio. Ja, hallo Florian. Florian Hallo, Stein, Arte. der SEO-Experte von der Werbeagentur Zürich. Herzlich willkommen. Es geht jetzt darum, dass wir eine Aufgabe zusammen lösen, und zwar: Wie schalten wir effizient und vor allem regional eine gute Google Ads-Kampagne? Und in diesem Kontext nehmen wir das Beispiel von Ustream. Und genau, quasi die Fragestellung ist: Ja, wie können wir halt in einer halben Stunde dieses Ziel erreichen, eine Kampagne aufzusetzen? Und ja, Florian, vielleicht ein bisschen deine Gedanken dazu. Was sind vielleicht die ersten Fragen dazu, die du stellst, die du dir selber stellst, respektive die du mir jetzt als Kunde stellen würdest? Im Grunde ist es so, Google Ads Anzeigen eignen sich immer sehr, um schnell zu überprüfen, ob eine Keyword-Kombination oder ob vermeintliche Keywords gut zu meinem Inhalt passen, beziehungsweise ob die auch entsprechend konvertieren. Das heißt, wir setzen immer voraus, bevor wir eine Google Ads Kampagne schalten, ist erstens die Homepage gut ausgerichtet und wir können schnell durch diese Stichproben, durch den Kauf von Traffic, erfahren, lohnt sich vielleicht auch eine nachhaltige SEO-Strategie, um Reichweite auch mit SEO-Maßnahmen zu erzielen. SEO ist in meisten Fällen relativ preisintensiv, ja? Deswegen können wir einfach auch mal Keyword-Kombinationen antesten und wenn die dann gut funktionieren, natürlich auch weiter laufen lassen in den Google Ads-Bereichen und auch einfach da selektieren, passt das Keyword zu meinen Angeboten, zu meinen Dienstleistungen. Das ist eigentlich der erste Schritt. Und im Nachhinein kann man natürlich dann auch Webseiten weiter optimieren, Nutzererfahrung steigern und auch dann SEO-Strategien darauf aufbauen. Ja? Das heißt aber, im ersten Moment müssen wir natürlich erstmal identifizieren, welche potenziellen Keywords gibt es überhaupt, in denen ich mich positionieren möchte. Ja? Also wir sprechen hier speziell von Suchanzeigen. Es gibt noch zwei weitere Kategorien in den Google Ads, wie zum Beispiel die Display-Werbung, also sprich die Banner-Werbung, die ausgerollt wird. Oder auch das sogenannte Google Shopping. Genau. Ja, Aber ja. wir wollen uns heute eher mit den Suchanzeigen beschäftigen. Okay, und in welchem Kontext macht es überhaupt Sinn, solche Suchanzeigen zu schalten? Weil es ist ja häufig auch mit Kosten Ja. verbunden und nicht wenigen Kosten. Also Klicks können variieren zwischen ein paar Rappen bis zu mehreren Franken. Definitiv. Überhaupt Sinn? Das kann man schwer pauschalisieren. Ja? Das heißt, die Frage ist immer, im Suchmaschinenmarketing, wird überhaupt das Thema, in dem ich mich positionieren möchte, überhaupt gesucht? Ja? Man unterscheidet hier zwischen dem sogenannten Push-Marketing und dem Pull-Marketing. Ja? Das heißt, Suchmaschinenmarketing ist ein reines Pull-Instrument. Wenn es keine Suchanfrage gibt in den Segmenten, in denen ich mich vielleicht befinde, dann kann ich die beste SEO haben, die beste Suchmaschinenwerbung haben. Dann ist es relativ schwierig. Ja? Social Media zum Beispiel aktiviert den Nutzer. Das heißt, es drückt ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein Thema in den Markt hinein und vielleicht generiert es dann Suchanzeigen oder Suchanfragen. Und daran bin ich natürlich auch gebunden. Ja? Wenn es nicht in den Köpfen ist, wenn es nicht gesucht wird, ist es schwierig, dort aktiv zu werden. Ausnahme natürlich auch die Display-Werbung. Die Display-Werbung wird natürlich auch auf vielen Seiten positioniert, ist in dem Sinne auch eher ein Push-Instrument, aber wie gesagt, Suchanzeigen ein reines Pull-Instrument. Das heißt, ohne Suchanfrage habe ich auch keine Relevanz. Ja. Genau. Aber Okay. deswegen im Einzelfall immer unterscheiden, ne? Man Ja. unterscheidet auch dann zwischen regionalen Suchen oder zum Beispiel auch regionalen neutralen Suchen. Das muss man dann auch im Einzelfall immer klären. Wir werden uns heute speziell mit dem regionalen Suchen beschäftigen. Das heißt, das Thema Filmproduktion ist eher ein regionales Thema, weil man einen Partner, einen Dienstleister in seiner Nähe benötigt, mit dem man natürlich dann auch direkt in Kontakt treten kann. Genau. Okay. Wir haben schon mal etwas vorbereitet und zwar habe ich eine Keyword-Recherche schon mal initiiert mit ein paar Keywords, die vielleicht jetzt für den Kunden Ustream interessant sind. Das sind Keywords. Wir sehen hier die durchschnittlichen Suchvolumina nach Monaten auch selektiert. Wir haben zum Beispiel gesehen, okay, es war ein sehr, sehr hoher Peak, auch im März, auch während der Ja. Corona-Zeit diesen Jahres. Da war plötzlich halt das Thema Video wesentlich relevanter.
ist danach, nach dem Lockdown, wieder ein bisschen abgeflacht und hat sich wieder normalisiert. Ja? Ja. Das ist immer ganz interessant. Man sieht ja zum Beispiel auch, wie hoch ist der Wettbewerb im Rahmen der Werbeschaltung. Das heißt, wie viele Leute wollen überhaupt sich dort mit Anzeigen positionieren, mit Suchanzeigen. Und daraus resultiert dann auch der sogenannte Klickpreis. Klar, Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Der liegt in diesem Segment zwischen 2 Schweizer Franken 48 Rappen und 4,21. Ja, das heißt, das ist ungefähr die Range. Schaut man zum Beispiel auf das Thema Werbefilmproduktion, ist zum Beispiel die Nachfrage höher, beziehungsweise ist die Range wesentlich größer, von 1,63 bis 11,94. Also das müsste man, wenn man auf Platz 1 stehen will, also für das Gebot für die obere Position ungefähr einschätzen. Ja? Nur so im kleinen Verlauf. Wir wollen uns heute mal auf das Nischenthema positionieren, Werbefilmproduktion. Man sieht zum Beispiel, es gibt die Werbefilmproduktion in Kombination mit Zürich. Ist ein relativ überschaubares Segment. Vor allem ist es interessant, dass Werbefilmproduktionen hauptsächlich auch im Januar geplant werden. Ist sozusagen ein bisschen saisonal abhängig, weil Budgets auch für das Jahr, Werbemaßnahmen, wozu auch die Werbefilmproduktion zählt, auch im Januar schwerpunktmäßig gesucht wird. Okay. Das heißt, wir bereiten jetzt eine Kampagne vor für den Dezember, Januar, wenn Leute, wenn Marketeer oder verschiedene Unternehmen dann auch schauen, wie kann ich eine Werbefilmproduktion fürs kommende Jahr auch vorbereiten und dann auf Partnersuche gehen, dass ich mich dort ganz bewusst positioniere. Und deswegen ist es heute unser wichtiges Thema, das vorzubereiten, um im Januar das Geschäft abzugreifen. Ja, okay, jetzt vielleicht noch eine spezifische, ein bisschen vertiefte Frage zum Thema Longtail-Keywords. Also kann man jetzt davon ausgehen, wenn jemand ein Longtail-Keyword eingibt, dass dann das Gebot für sowas günstiger ist? Oder ist das jetzt einfach, wenn wir Werbefilmproduktion, wenn das Wort vorkommt in einer Suchanfrage und dann die Ads zustande kommt, dass es mindestens jetzt in diesem Falle 2,41 Franken kostet? Oder gibt es da Möglichkeit, das noch günstiger zu gestalten, indem wir irgendwie ein Nischen-Keyword finden oder mehrere von denen ansprechen? Das werde ich gleich aufgreifen. Ich werde gleich eine Strategie nochmal beschreiben, auch in der Erstellung der Kampagne, wie man letzten Endes Nischen-Keywords auch für sich identifiziert. Allerdings ist der Keywordplaner vor allem in solchen Bereichen etwas limitiert. Also wir kriegen nur grobe Ergebnisse und auch kleine Nischen-Keywords müssen erst identifiziert werden während der Schaltung. Wie wir das machen, erkläre ich gleich, gehe ich nochmal detaillierter drauf ein. Es gibt aber keine Faustregel, dass letztendlich ein Longtail-Effekt immer günstiger sein muss. Ja, es gibt viele Beispiele, da ist das nicht der Fall. Es liegt immer an Nachfrage, an Suchanzeigen und den damit verbundenen Angeboten. Okay. Ja, das ist der klassische Bereich. Wir werden uns aber jetzt auf das Thema Werbefilmproduktion einschießen. Das heißt, wir werden auch nur für das Thema Werbefilmproduktion eine eigene Kampagne erstellen und werden das deutlich klarer aufgreifen. Genau. So. Schauen wir uns das an. Aktuell gibt es keine aktive Kampagne. Wir werden eine neue Kampagne erstellen. Damit fängt alles an. Ich setze jetzt voraus, dass jeder, der jetzt sozusagen Google Ads Kampagnen schalten will, in der Lage ist, sein Google Ads Konto anzulegen, das zu verifizieren, das Konto, Bankkonto zu verifizieren oder eine Kreditkarte zu hinterlegen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so dramatisch. Diese Zielvorgaben sind eigentlich nice to have. In erster Linie geht es uns jetzt zum Beispiel erstmal um Leads. Es gibt auch ein E-Commerce-Tracking für Umsätze, aber das ist jetzt eigentlich bei der Erstellung der Kampagne nicht relevant. Hier sehen wir zum Beispiel die verschiedenen Arten von Anzeigentypen. Wir werden uns heute nur mit den Suchanzeigen beschäftigen. Das, was ich aber eben auch schon erwähnt habe, es gibt Display-Anzeigen, die zum Beispiel mit Werbebannern und dann auch auf anderen Seiten implementiert werden. Das läuft dann sozusagen über das AdSense-Programm, die das organisieren. Darüber hinaus gibt es Google Shopping-Kampagnen über das sogenannte Merchant Center, aber auch natürlich auch gibt es Videokampagnen, die ich über YouTube ebenfalls schalten und organisieren kann. Oder auch mit Videobannern, die auf Seiten implementiert werden. Das, was ich im Grunde nicht so für sinnvoll erachte, sind die Smart-Kampagnen. Die sind wirklich rudimentär für absolute Laien. Aber man hat wirklich extrem wenig Einstellmöglichkeiten. Und Okay, Kosten wahrscheinlich dann schlussendlich. Ja, die Streuverluste sind relativ hoch.
Das, was man noch machen kann, sind noch Discovery-Anzeigen, personalisierte Anzeigen auf Gmail-Adressen, auf YouTube. Das ist nochmal eine eigene Kategorie. Werde ich jetzt vernachlässigen. Also wir kümmern uns eher um die Suchanzeigen. Das ist unser Schwerpunkt. Und wir werden natürlich die entsprechenden Kunden auf die Homepage lenken. Ist es die Homepage, die hat aber auch eine Unterseite. Das heißt, wir schauen natürlich, welche Unterseite passt idealerweise zur Suchanfrage. Das heißt, die Nutzererfahrung mit der Zielseite ist immer ein sehr, sehr hoch gewichteter Qualitätsfaktor. Ja, wir sprechen insgesamt von drei Qualitätsfaktoren. Die sogenannte erwartete Klickrate, die Anzeigenrelevanz, also passt die Anzeige in der Ausrichtung auch zur Suchanfrage. Und natürlich dann auch der dritte Faktor, Nutzererfahrung auf der Zielseite. Genau, wir nehmen uns die Werbespot-Seite, heißt jetzt zwar nicht direkt Werbefilmproduktion, ist aber ausreichend, weil es im Grunde das Thema aufgreift. Und diese Seite wurde auch schon inhaltlich auch sogar auf Werbespot, Werbefilmproduktion ausgerichtet und hat sogar Informationen und auch Conversion-Elemente drauf. Von daher sollten wir mit dieser Seite auch entsprechend gut aufgestellt sein. Okay, sehr gut. Genau, gehen wir weiter. Die Kampagne bekommt natürlich einen Namen. In dem Fall wird es in dieser Kampagne werden wir mehrere Anzeigengruppen perspektivisch schalten. Deswegen nehme ich das erstmal etwas allgemeiner. Es wird eine konkrete Anzeigengruppe geben, nur für Zürich und für Werbefilmproduktion. Darüber hinaus gibt es zum Beispiel Werbespot produzieren, wäre ebenfalls wieder eine eigene Anzeigengruppe. Das heißt, wir machen das wirklich mit dem Wortstamm der Keywords sehr, sehr selektiv und werden das sehr stark untergliedern. Hier würde ich zum Beispiel ebenfalls dieses Display-Netzwerk rausnehmen, weil Suchanzeigen können auch über die Display-Netzwerke auch ausgestrahlt werden auf anderen Homepages. Da habe ich wenig Einflussmöglichkeiten, auf welchen Homepages die ausgestrahlt werden, sondern ich kann nur die Themen identifizieren. Ist ein bisschen schwieriger. Das, was man noch machen kann, sind die Suchnetzwerkpartner. Das sind zum Beispiel befreundete oder verpartnerte andere Suchmaschinen, die im Grunde auf Google-Algorithmen zurückgreifen, wie zum Beispiel Yahoo und andere kleine Suchmaschinen. Ja? Okay. Deswegen lohnt es sich zum Beispiel auch, die entstehenden Google-Ads-Kampagnen später auch auf Bing Ads zu implementieren und zu importieren. Ist kein großer Aufwand, nachdem man dort auch ein Konto eingerichtet hat. Weil dort kommt man auf Suchmaschinen wie zum Beispiel Ecosia, also nachhaltige Suchmaschinen, die auch nicht ganz unbeliebt sind für manche Themenbereiche. Vor allem, wenn es vielleicht um nachhaltige Mode oder Ähnliches geht oder Ökomode, ist das sehr, sehr interessant. Und natürlich auch Bing ist auch als Suchmaschine ebenfalls relevant, vor allem, weil viele auch noch den sogenannten Internet Explorer in der alten Version oder die neuere Version, den Edge, haben. Vor allem auch relevant im B2B-Bereich, weil viele Unternehmen haben noch alte Systeme, lassen neue Browser wie Chrome, Firefox weniger zu. Von daher ist es da ebenfalls eine Ergänzung im B2B-Bereich, diese Kampagnen später auch zu implementieren. Ja? Okay. Wir hier brauchen das im ersten Moment nicht. Ich nehme es erstmal raus, kann man später immer wieder noch hinzuziehen, wenn man die Kampagne weiter ausrollen will. Hier sind wir jetzt in der sogenannten Regionalität. Jetzt ist die Frage, wo möchte ich gefunden werden? Ist es eine rein regionale Geschichte? Oder ja, möchte ich das einfach auch reglementieren? Ja, das heißt, ich kann zum Beispiel auch hier in die erweiterte Suche reingehen und kann ja auch einen sogenannten Umkreis definieren. Das heißt, entweder nehme ich direkt Kantone rein, wie zum Beispiel Zürich, Kanton Zürich. Ja. Und dann sehe ich hier meinetwegen Zürich, Schweiz, Kanton, ist ein bisschen größer, weil es ein bisschen Einzugsgebiet hat, sehe ich jetzt, okay, das ist der Kanton Zürich. Ja, und habe dann sozusagen das Einzugsgebiet. Oder ich sage, alles klar, ich möchte lieber einen Umkreis von meinetwegen 30 Kilometern, was mein Nahbereich ist, und definiere das hier rum. Man sieht, es ist ein anderer Einschnitt. Man kann es entweder, wie gesagt, nach Orten, Region machen oder auch mit Umkreis. Das ist dann jedem selber überlassen. Man hat natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte nicht in Deutschland gefunden werden. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch hier dann Deutschland eingeben. Ich mache es mal anders. Ich glaube, über den
Standort muss ich das machen und kann das dann auch ebenfalls ausschließen. Ja. Und dann sieht man, okay, ich habe die Region ausgeschlossen, kann man auch mit kleineren Regionen machen und habe sozusagen wirklich nur reines Schweizer Klientel. Ja, das ist wichtig eben, dass dann die Anzeigen auch effizient wirken. Ja. Absolut, genau. Aber man hat ja da auf jeden Fall eine sehr gute Einsicht und kann das dann für sich selber entscheiden. Jetzt die Frage an dich, welche Einstufung ist für dich wichtiger? Ist es Zürich oder ist der Umkreis oder ist der Umkreis zu weit? Soll ich da was verändern? Ja, grundsätzlich, oder, gibt es mal die Frage zu stellen, wo steckt das Zielpublikum? Wo ist die größte Dichte? Und ich würde jetzt mal behaupten, Zürich und Winterthur, da wir ja ein regionales, da wir regional relevant sind, wäre sicher gut Zürich, Winterthur und Zug, dieser Umkreis, weil da sind eigentlich sehr starke Gebiete, was jetzt B2B angeht oder was unsere möglichen Kunden angehen. Das sind häufig auch internationale Kunden. Wir sind auch auf Englisch Sprache orientiert. Das heißt, genau, von dem her Zug, da gibt es ganz viele internationale Unternehmen, Zürich. Und genau, da würde ich diesen Umkreis nehmen. Zürich plus Winterthur plus Zug. Vielleicht noch ein bisschen mehr, vielleicht. Ja, ich denke auch, also ich werde ein bisschen größer eingreifen. Man kann natürlich jetzt sagen, ich nehme jetzt nur die 30 Kilometer und schließe dann sozusagen Deutschland aus und da habe ich das dann drin. Ah, genau, sonst wäre Deutschland noch drin. Nee, das mache ich dann raus, das ist kein Problem. Okay, okay. Ich nehme jetzt Deutschland raus. Ah, genau, okay. Genau. Macht Sinn. Ja, das ist eine so ganz klare Eingrenzung, die man dann vornehmen kann. Und dann haben wir das auch entsprechend drin. Eingeschlossenes Gebiet, 30 Kilometer um Zürich und Deutschland ausgeschlossen. Natürlich gibt es natürlich auch verschiedene Sprachen. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Spracheinstellung hat der entsprechende Browser? Deswegen, in der Schweiz ist es so, ich würde das hier differenzieren. Ich würde es jetzt nicht in Deutschland, würde ich jetzt nur Deutsch machen oder vielleicht Englisch, weil manche Browser auch Englisch eingestellt sind. Mhm. In Zürich selber würde ich zum Beispiel jetzt noch implementieren das Thema Englisch, so oder so. Ja, also auch englischsprachige Browser oder auch Unternehmen auch gibt, die international tätig sind, selbst aber auch Französisch. Mhm. Und ja, weil ich viele französisch sprechende Arbeitnehmer in Zürich. Genau. Genau. Von daher, da haben wir die Variation drin, das passt auch alles ganz gut. Es gibt jetzt zum Beispiel auch noch bei den Standorten, das habe ich vergessen zu erwähnen, man kann jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, wie klassifiziere ich auch diese Zielgruppe? Ne? Nutzer, die in dieser Zielgruppe sind und sich auch dafür interessieren. Oder sagen wir auch, es sind Zielgruppen, die sich gerade oder regelmäßig in der Zielregion aufhalten. Ja? Das wäre zum Beispiel, will ich jetzt Pendler mit reinnehmen oder nicht? Das wäre die zweite Option. Genau. Oder Nutzer, die nach meiner Zielregion suchen. Auch das ist eine Relevanz. Das wären zum Beispiel, welche aus Deutschland könnten ja in Zürich suchen. Ja. Das Beispiel gibt es ja manchmal. Das heißt, deutsche Konzerne suchen für Zürich oder für ihre Schweizer Destination manchmal auch nach speziellen Dienstleistern. Okay. Muss man mal differenzieren, kann man immer nicht ganz so klar abgrenzen. Im Zweifel kann man da nochmal nachjustieren, nur dass man das schon mal gesehen hat. Ne? So ist es. So, und natürlich geht es jetzt darum, auch ein Budget festzulegen. Ich würde jetzt meinetwegen in dem Rahmen jetzt mal 10 Schweizer Franken definieren, die wir am Tag ausgeben wollen. Das heißt, maximale Ausgabe circa bei 300 Schweizer Franken. Google überzieht das auch gerne mal mit bis zu 10%. Das soll ja ein Muss sein. Kann man diese hier nachjustieren. Google gibt Informationen raus und sagt, okay, Budget ist aufgebraucht. Okay. Macht es Sinn, das Wochenende auszugrenzen oder nicht? Kommen wir gleich dazu. Ist ebenfalls noch ein Thema, vor allem im B2B-Bereich. Je besser man seine Zielgruppe kennt, desto besser kann man natürlich auch Streuverluste vermeiden. Das betrifft Uhrzeiten, aber auch Tageszeiten oder Tage allgemein. Ja. Das, was zum Beispiel auch Google-Berater immer sehr, sehr gerne in sogenannten Beratungsgesprächen vermitteln wollen, ist die sogenannte Ziel-CPA. Das heißt, man könnte jetzt hier einen Wert eingeben und sagt, ich möchte pro Conversion, möchte ich maximal, ich sage es mal, 100 Schweizer Franken ausgeben. Mhm.
Ich habe leider bisher nur negative Erfahrungen damit gemacht, weil in den meisten Kampagnen zu wenig Conversions erzielt werden. Das lohnt sich wirklich nur bei großen Datensätzen. Deswegen kleine Kampagnen, die meinetwegen unter 1.000 Schweizer Franken im Monat ausgeben oder meinetwegen unter 100 Conversions, da rate ich davon ab. Ich habe schon Klickpreise, die lagen dann plötzlich, weil es gibt gar keine Eingrenzung mehr von Klickpreisen, sondern nur noch die Ziel-CPA ist relevant und plötzlich haut Google Klickpreise von über 70 bis 100 Schweizer Franken einfach mal raus, pro Klick. Okay. Krass. Und das ist dann für mich eine Nachhaltigkeit, die ich nicht irgendwie verstehe. Deswegen, jeder hat da so seine eigene Erfahrung gemacht. Meine Lieblingsstrategie ist im Grunde der manuelle CPC, der dann wiederum für die Conversions optimiert ist. Ja? Das heißt, ich lege ein Gebot fest, was ich pro Klick maximal ausgeben möchte und der Algorithmus sorgt aber dafür, dass auch Conversions oder beziehungsweise dass die Platzierung dieser Suchanzeigen auch so geführt wird, dass Conversion-Maximierung im Vordergrund steht. Ja? Das heißt zum Beispiel, hat jemand gesucht, ist auf meine Anzeige gegangen und springt aber nach wenigen Sekunden wieder ab, dann haben wir einen Klick bezahlt, das ist so, ja. Das ist negativ, vor allem wenn er dann sofort abspringt, aber sucht er dann nochmal eine andere Kombination, fliegt er dann sozusagen aus meiner Anzeige dann raus, beziehungsweise meine Anzeige wird dann nicht mehr für ihn zum Beispiel geschaltet und es gibt noch viele andere Beispiele. Okay. Deswegen, das ist für mich wichtig. Ne? Conversions, das ist ein Ziel, in dem Fall bei Ustream ist es die Anfrage oder der Anruf. Das ist für mich eine Conversion. Wir haben jetzt hier keinen Shop oder ähnliches. Man kann natürlich auch andere Conversions definieren. Das ist dann wieder ein eigenes Segment. Zum Beispiel, wie lange beschäftigt sich jemand auf meiner Homepage? Ja, wenn ich zum Beispiel zu wenig Anfragen bekomme, ich möchte aber dennoch einen Indikator haben, ob es ein guter Klick war, dann kann ich auch meinetwegen sagen, jeder, der länger als 2 Minuten auf meiner Homepage war, hat sich wahrscheinlich mit meinem Inhalt besser auseinandergesetzt. Und von daher zähle ich auch das als Conversion. Ist zum Beispiel eine sehr, sehr gute Strategie, wenn man generell wenig Conversion produziert auf seinem Ziel. Aber zahlen tue ich schlussendlich so oder so. Zahlst du oder so, nur Google lernt natürlich mit diesen Fakten umzugehen, welche Kategorie von Kunden und welche Suchanfragen generieren wirklich dann auch Conversions und visualisiert uns das auch besser. Genau. Es gibt hier noch mehrere Bereiche, die man jetzt so anzeigen kann. Das ist jetzt hier nicht so relevant, das reicht eigentlich sehr, sehr gut aus. Genau. Diese Anzeigenerweiterung, die sind jetzt teilweise schon voreingestellt, die werden wir aber gleich ebenfalls nochmal beleuchten. So, jetzt haben wir unsere Kampagne erstmal in der Grundausrichtung erstellt. Und jetzt geht es darum, die erste Anzeigengruppe zu definieren. Ja? Also das heißt, es gibt immer quasi eine Gruppe innerhalb der Kampagne und von denen kann man jetzt ganz, ganz viele verschiedene machen. Genau, wichtig ist nur die Einstellung, die wir zum Beispiel treffen mit Regionalität oder mit Einzugsgebiet, die kann ich in der Anzeigengruppenebene nicht definieren, sondern es geht immer über die Kampagnen. Das heißt, möchte ich jetzt zum Beispiel verschiedene Einzugsgebiete definieren, meinetwegen jetzt auch für die Werbefilmproduktion, dann müsste ich zum Beispiel regionale Unterscheidungen machen. Zum Beispiel würde ich eine Kampagne machen für Zürich, eine für Luzern, eine für Basel und eine für St. Gallen, damit ich dort wiederum immer die Kampagne auf Kampagnenebene auch die Regionalität differenzieren kann. Das kann ich in den Anzeigengruppen im Nachhinein nicht mehr tun. Okay. Ja? Deswegen ist das wichtig, auch schon in der Struktur der Kampagnen dies zu berücksichtigen. Wird einem aber dann schnell auch auffallen, wenn man das dann differenzieren will. Ansonsten hat man ja nur ein Einzugsgebiet. Genau. Sehr gut, ja. So, nehmen wir die meinetwegen Werbefilmproduktion Zürich. Ja. So, das heißt, jetzt sind wir hier, Google schlägt uns hier schon ein paar Keywords vor. Also man sieht, was da für ein Quatsch auch reinkommt. Ne? Also es ist wirklich sensationell. Das hat hier mit irgendwas zu tun. Homepage erstellen. Ist absoluter Quatsch. Und das liest er jetzt wirklich schon aus der Homepage aus. Aber es ist fatal, diese Keywords wirklich zu beschalten. Wichtig ist, es gibt verschiedene Systeme, wie man Keywords hier platziert. Ganz, ganz wichtig. Wenn ich jetzt weitermache und würde nur Werbefilmproduktion Zürich eingeben, dann könnte Google alle möglichen Kampagnen oder alle möglichen Keywords ausrollen für die Kampagne, die irgendwas damit zu tun haben. Das kann meinetwegen sein, Imagefilm produzieren oder steht da meinetwegen Filmproduktion Zürich, weil ich diese Keywords nicht klar eingegrenzt habe. Okay. Wir sprechen hier von sogenannten Exact-Matches. Das regelt man mit diesen eckigen Klammern. Jetzt Exact-Match.
Genau, Google das wäre jetzt schon Keyword, klar definiert, ja. genau, jetzt dürfte dieses, nur unter dieser Kombination dürfte Google das schalten. Aber Google wenn dürfte es, aber nicht schalten, in. Dürfte jetzt da nicht schalten, wenn ich jetzt das in nicht reinschreiben würde. Okay. Ja? Das in dürfte zum Beispiel Google ergänzen, wenn ich das Plus mache. Weil dann darf Google nämlich nach links in der Mitte, aber auch nach rechts ergänzen. Okay. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Am Anfang von Kampagnen nehme ich sehr, sehr häufig das Plus, um das einzuschränken. Ich setze aber sogar auch, ich erkläre auch gleich warum. Bekommen die sogenannten, die Qualitätsfaktoren bekommen wir immer nur für diese Eingaben. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Qualitätsfaktor für Werbefilmproduktion Zürich haben will, den würde ich auch mit dem Plus bekommen. Aber dadurch, dass wir hier die Variation nach links und nach rechts und in der Mitte frei haben, entstehen sogenannte Suchbegriffe. Ja. Für diese Suchbegriffe werde ich aber nicht den Qualitätsfaktor ausgeworfen bekommen, sondern nur einen durchschnittlichen Qualitätsfaktor für die Kombination Werbefilmproduktion Zürich. Bei einem exakten Match bekomme ich den exakten Qualitätsfaktor für diese Suchkombination. Okay. Deswegen, am Anfang, wenn ich das Keyword-Set noch nicht klar definiere, nehme ich die Plus, schaue, welche Suchbegriffe werden geschalten und nehme die dann nachträglich in die Keyword-Liste auf. Das zeige ich dann auch nochmal in einem späteren Verlauf. Okay. Wir werden wahrscheinlich nochmal ein zweites Video machen, und zwar Korrektur der regionalen Suchanzeigen. Ja, okay. Weil das ist ein Prozess. Wir erstellen die nicht nur einmal, sondern wir müssen die begleiten. Wir müssen uns anschauen, was passiert mit diesen Ergebnissen und wie kann ich auch diese Ergebnisse besser begleiten. Ja? Okay. Hier sehen wir jetzt, okay, Werbefilmproduktion Zürich, Werbefilmproduktion Zürich im Exaktmatch. Was es ebenfalls noch gibt, sind die sogenannten Gänsefüßchen, ist im Grunde ähnlich wie mit dem Plus, nur dass ich hier ein Keyword habe und noch ein Keyword. Aber es darf nach links und nach rechts darf erweitert werden, aber es darf nicht zwischen den beiden Keywords erweitert werden. Okay. Das ist der Unterschied zwischen dem Plus und den Gänsefüßchen. Deswegen bin ich eher ein Fan von den Gänsefüßchen und nehme da den Wortstamm mit und er kann mir das entsprechend dann ergänzen. Auch hier sollte man berücksichtigen, dass es natürlich immer ein Singular und ein Plural gibt. Mhm. Die Frage, ist das für einen relevant oder nicht? Werbefilmproduktion Zürich. Und natürlich darauf wieder hier das Set rein. Genau, das ist jetzt halt sehr schwierig abzuschätzen, oder? Genau, aber das wäre auch im Grunde dieses Werbefilmproduktionen, ist im Grunde auch in dem Wortstamm hier oben mit dabei. Von daher würde er es mir auch anzeigen. Ja. Okay, von daher brauchen wir das hier nicht. Nur nochmal als kleinen Hinweis. Man braucht ja gar nicht erstmal viele Keywords machen, weil jede Anzeigengruppe soll konkret ausgerichtet werden. Ja? Wir nehmen am Anfang, das ist meine Empfehlung, einen höheren Klickpreis in Kauf. Mhm. Warum nehmen wir einen höheren Klickpreis in Kauf? Weil wir vor allem von Anfang an einen hohen Qualitätsfaktor haben wollen. Zum Beispiel liegt der Klickpreis zwischen 2 und 4 Schweizer Franken. Ich würde jetzt zum Beispiel sogar 5 Schweizer Franken eingeben, damit ich am Anfang hohe Klickraten bekomme. Das ist zumindest mein Ziel. Ne? Wenn ich dann nämlich einen höheren Qualitätsfaktor erstmal habe, dann zahle ich auch weniger für meine Klicks. Das heißt, es gibt einen Wert, 10 Punkte kann man maximal erreichen, 10 von 10, aufgrund der 3 Qualitätsfaktoren. Und ja, wenn ich meinetwegen jetzt die Klickrate nicht auf überdurchschnittlich bekomme, im Vergleich zu anderen Anzeigen, dann hätte ich meinetwegen nur einen Qualitätsfaktor vielleicht von 8 von 10 oder 7 von 10 und bekomme dann einen Malus. Mhm. Ja, das heißt, ich zahle dann pro Klick mehr. Zahlst mehr, ja. Nur weil ich am Anfang vielleicht ein bisschen gespart habe. Das heißt, am Anfang nehme ich lieber einen höheren Preis in Kauf, setze mich direkt auf Position 1, schaue, dass ich viele Klicks reinbekomme, weil Google will natürlich auch eine hohe Klickfrequenz haben. Das heißt, Google hat auch einen Qualitätsfaktor nicht grundlos, sondern will wirklich auch gute Ergebnisse auch in den Anzeigen zu den entsprechenden Keywords platzieren. Mhm. Auch das ist wichtig. Aber zum Beispiel kann es dann sein, wenn wir einen hohen Qualitätsfaktor haben, unser Wettbewerb hat keinen hohen Qualitätsfaktor, weil er vielleicht die Keywords nicht sauber ausgerichtet hat mit den Anzeigen und den Keywords. Hat er vielleicht nur einen Qualitätsfaktor 5 von 10. Dann zahlt er vielleicht 30% mehr als wir und steht dennoch hinter uns. Ja, ja, ja. Das ist dann wiederum ein Wettbewerbsvorteil, auch im Schalten von Google Ads. Genau, weil Google will ja schlussendlich die besten Resultate und die relevantesten Resultate liefern.
Richtig. Und Google hat natürlich auch das Interesse, lieber mehr Klicks und dafür weniger Klickpreise zu verlangen. Ja, Also er okay. will sozusagen auch die organischen Ergebnisse sollen kannibalisiert werden von den Google Ads. Es gibt Bereiche und Branchen, da schafft es eine Google Ads-Kampagne 50, 60, 70% abzunehmen. 50 bis 60, 70%. Das heißt, auch vor einem regionalen Suchmaschinenmarketing, wenn man selbst unter dem sogenannten Local Snack Pack ist, also das Google My Business oder die Google Maps, dann bekommt der Platz 1 mit unter 10% der Klicks. Und dann weiß man auch, warum man um das Thema Google Ads gar nicht auch im regionalen Bereich eigentlich herumkommt, wenn man nicht jetzt schon ohnehin jetzt meinetwegen im Google My Business gelistet ist. Ja. Das heißt, Ads ist relevant, kommt immer auf die Branche drauf an, wie hoch dann auch die Klickraten und auch die Interaktionsraten sind. So, schauen wir uns jetzt die erste Textanzeige an. Das sind jetzt die klassischen Textanzeigen. Es gibt noch eine responsive Art, da gehe ich ebenfalls gleich nochmal drauf an, weil das auch die Zukunft der Suchanzeigen generell sein wird. Aber im derzeitigen Modus ist die Suchanzeige noch das klassische Instrument. Wir haben jetzt drei Anzeigentitel. Titel 1 und 2 werden in aller Regel auch definitiv angezeigt. Anzeigentitel 3 wird nur angezeigt, wenn ich wirklich ein dominantes Ergebnis bin. Also sozusagen auch auf Platz 1 bin und viel zahle. Ja, wenn ich Okay, wirklich okay. überdurchschnittlich zahle, dann kriege ich auch die dritte Zeile mitunter ausgegeben. Aber wichtig ist, Anzeigenteile 2 und 1, die müssen gut mit Keyword platziert sein. Ebenfalls kann ich auch unabhängig von meiner URL hier oben, weil hier oben heißt es ja Werbespot, aber wir wollen natürlich auf Werbefilmproduktion gehen. Okay. Kriege ich jetzt natürlich jetzt hier nicht rein. Aber ich kann natürlich das auch trennen. Werbefilmproduktion Zürich. Okay, das ist dann der Pfad, der dann angezeigt wird unter Genau, wir haben der hier rechts haben wir eine Simulation. App. Okay, genau, okay. Ja, das heißt, hier haben wir eine verschiedene Vorschau. Hier haben wir sogar eine Vorschau mit Sitelinks. Das sind dann die Anzeigenerweiterungen, die wir gleich setzen werden. Und so könnte das aussehen. Ne? Werbefilmproduktion. Ich bekomme jetzt zum Beispiel Zürich nicht rein, aber dadurch, dass wir eine Keyword-Domain haben, ist es nicht ganz so schlimm. Das heißt, wir haben die Regionalität auch über diese regionale Keyword-URL ebenfalls schon mit in der Platzierung drin, in der Sichtbarkeit. Ja, Okay. das ist nur visuell. Es geht wirklich nur um das Abholen der Klickrate. Das ist das Entscheidende. Und dass natürlich auch der Anzeigentitel und hier unten auch die damit verbundenen Beschreibungen auch zum Keyword passen. Das heißt, das erste Wort sollte auch immer prioritär das Keyword sein, auf das ich auch schalten will. Filmproduktion Zürich. Und jetzt haben wir 26 von 30 Zeichen hier aufgebraucht. Das heißt, wir werden hier schwer noch irgendwelche Zahlen oder irgendwas reinbekommen können. Das heißt, der Anzeigentitel auch jetzt in weiteren Anzeigen wird immer Werbefilmproduktion Zürich sein. Ja, komme ich nicht drum herum. Werbefilmproduktion Zürich. Ich habe einfach nicht mehr Platz. Ist ein langes Keyword. Fertig. Der Anzeigenteil 2 kann jetzt Keyword-unabhängig gestaltet werden. Das heißt, wir können jetzt hier versuchen, etwas zu positionieren, was den Nutzer anregt, zu klicken. Wir wollen die Klickrate hochbekommen, um den Qualitätsfaktor zu erhöhen. Und die Genau, Frage was ist ist, ein Mehrwert? Was ist der Mehrwert jetzt von? Schlussendlich geht es ja, das Zielpublikum will etwas, oder es gibt einen Grund. Genau, du machst es gerne mit also Preisen, mit genau. Zahlen mache ich das gerne. Also die Frage ist immer, will man Zahlen kommunizieren? In dem Bereich ist natürlich eine Werbefilmproduktion ja, für 3000 Schweizer Franken keine Chance. Ne? Ist es überhaupt seriös, auch dort einen Preis zu kommunizieren? Auch das ist wieder eine Frage. Das heißt, was sind eigentlich die Alleinstellungsmerkmale, die mich von anderen Unternehmen abheben? Ja, man könnte jetzt natürlich schauen und gibt meinetwegen ein Werbefilmproduktion Zürich und schaut mal, was andere Wettbewerber vielleicht reinbringen. Ist auch eine gute Möglichkeit. Und wir sehen zum Beispiel, okay, ich habe hier professionelle Videoproduktion für Ihr Unternehmen. Hier erkennt man zum Beispiel, dass Werbefilmproduktion als Keyword geschaltet wird, aber ist noch nicht mal im Titel drin. Das heißt, ich weiß jetzt schon, dass er niemals, niemals einen hohen Qualitätsfaktor hat. Er hat weder Werbefilmproduktion drin, ja, noch hat er eine Prior noch hat er meinetwegen auch ein wichtiges Keyword drin. Videoproduktion ist aber nicht synonym zur Werbefilmproduktion. Er hat zwar das, was gut ist, er hat Zürich drin, das war es aber auch schon, ist aber jetzt nicht optimal. Ne? Das, was er hier in der Beschreibung drin hat, ist zum Beispiel unlimitiertes Feedback. Mehrere Okay. Sprachen, Festpreis. Ja?
20 Jahre Erfahrung und meinetwegen mehr als 5000 Projekte, 6 Standorte in Deutschland. Ich bin jetzt in Deutschland da, das heißt, er schaltet jetzt hier zum Beispiel für Werbefilmproduktion Zürich, obwohl das jetzt gar nicht passt. Ne? Meinetwegen jemand, der eine Werbefilmproduktion in Zürich sucht, vielleicht 6 Standorte in Deutschland. Ja, ja, und stell dir mal vor. Mal differenzieren. Der hat es jetzt nicht regional eingegrenzt. Ja, oder hat die Keywords nur auf Werbefilmproduktion geschmissen, hat aber nicht eingegrenzt, dass er zum Beispiel sagt, okay, ich will jetzt meinetwegen nur Schweizer erreichen oder sowas. Okay. Hier sehen wir zum Beispiel auch schon das organische Ranking. Das heißt, ist natürlich eine sehr, sehr gute Variante für euch als Ustream, weil ihr schon organisch schon relevant seid. Das heißt, der Qualitätsfaktor ist schon sehr, sehr hoch zu dem Keyword. Aber wir wollen euch natürlich ein bisschen sichtbarer noch positionieren und testen einfach mal diese Kombination an. Ja? Mhm. Ursprünglich in der Werbefilmproduktion haben wir einen relativ niedrigen Einstiegspreis, um eigentlich, man nennt es fast schon Clickbait, ja, also die Klickrate hochzuziehen. Kann man natürlich nochmal überarbeiten, kann man eben im SEO-Bereich testen, aber kann man natürlich auch sehr, sehr gut auch über den Ads-Bereich testen. Das heißt, wenn ich jetzt meine SEO-Formatierung anpassen will, kann ich natürlich hier auch schauen, naja, auf welchen Kombinationen ist überhaupt die Klickrate am höchsten. Mhm. Ja. Und da können wir jetzt verschiedene Anzeigen und verschiedene Varianten auch machen und können einfach eine Stichprobe testen. Ne? Top-Referenzen aus der Schweiz. Eine Variante kann ich reinsetzen. Ne? Was hättest du noch vielleicht für eine Variante? Das heißt, wenn ich jetzt meinetwegen jetzt diese dritte Zeile habe, noch was reinschreiben zum Ablauf. Ne? Oder zum Beispiel kostenfreies Beratungsgespräch. Genau, es geht ja darum, um die Hemmschwelle möglichst tief zu halten. Also wir wollen ja schlussendlich, das Ziel ist, zu konvertieren. Und wie machen wir das? Indem, dass wir das Zielpublikum abholen. Was brauchen die? Es ist ja so, dass in diesem Falle, das braucht Beratung. Das heißt, genau, man kauft es nicht innerhalb dann von 2-3 Klicks, sondern es steht noch ein Prozess dazwischen und das wäre sicher eine Motivation. Ja, jetzt müssen wir natürlich schauen, welche Keywords man hier nochmal positioniert. Ich schaue es mir ganz kurz mal an. Und so, das war jetzt eine Variante, da kann man natürlich immer wieder ein bisschen dran basteln, aber wir haben zumindest auch hier in dieser Beschreibung wieder unser wichtigstes Keyword vorne mit positioniert. Mhm. Langjährige Erfahrung, auch das kann man jetzt nochmal testen und kann schauen, ob das einen Einfluss hat auf die Klickrate. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Genau. Prämiert sind wir auch, wir haben auch schon Preise gewonnen, das heißt... Das können wir gleich mal testen, zum Beispiel preisgekrönte Werbespots. Genau. Genau, ich denke, beim Klicken, das passiert ja innerhalb von Zehntel von Sekunden. Die Frage ist überhaupt, werden diese Textzeilen gelesen? Also, die schreiben wahrscheinlich eher weniger, das heißt, die meisten gehen wirklich auf die Titel. Ne? Wenn der Titel gut ist und da wichtige Keywords drin sind oder was ihn anspricht, dann ist das eher entscheidend. Ne? Wir positionieren es meist nochmal in die Description, um die sogenannte Anzeigenrelevanz. Das ist ja der dritte Faktor, nicht nur die Klickrate, nicht nur die Nutzererfahrung auf der Zielseite, sondern natürlich auch die Anzeigenrelevanz hochzuhalten. Und so sieht es zum Beispiel viel aus. Und das dann schon mit. Was ich noch unbedingt reinnehmen würde, ist, dass wir extrem viele positive Bewertungen. Absolut. Aber wir machen folgendes: Wir nehmen ein meistbewertetes Film unter. Oder wie soll ich sagen, das sogenannte Social Proof, das kennst du ja auch, dass wir das reinnehmen von über. Gar keine Frage, aber wir werden es testen. Das heißt, das, was wir jetzt machen, wir nehmen erstmal eine neutrale Anzeige. Okay. Es ist wie eine Stichprobe A und vergleichen die dann mit einer Stichprobe B. Okay. Das ist sozusagen unser Grundsetup, das ist relativ neutral formuliert. Und jetzt nehmen wir meinetwegen eine andere Variante.
Ein die man einfach das kopiert. Ich habe es einfach nur kopiert jetzt mal. Und jetzt gehe ich zum Beispiel hier rein. Top-Bewertungen. Oder Top-Kundenbewertungen. Genau. Das könnte zum Beispiel auch gut funktionieren. Das reicht schon, ne? Das reicht im Grunde schon, um einen zweiten Test zu fahren. Wir haben ja keine Begrenzung. Das Keyword in der ersten Zeile ist immer fix und jetzt habe ich schon wieder eine zweite Anzeige. Und jetzt nehme ich meinetwegen, schaue ich, was ich noch für Buzz-Keywords positionieren kann. Meinetwegen, was fällt dir vielleicht noch ein? Preisgekrönte Filmproduktion. Von, genau, preisgekrönt. Ich schaue noch mal auf der Seite. Aber das sind jetzt so Varianten, die kann ich einfach durchtesten. Ja, weil die erste Zeile ist gefixt mit dem Hauptkeyword. Die zweite Zeile ist sozusagen der Klickvorbereiter. Ja, ich will, dass es geklickt wird. Alternativ gibt es jetzt eine ganz hohe Möglichkeit der Kombinatorik und das sind die sogenannten responsiven Anzeigen. Ja. Das heißt, ich habe jetzt hier wieder meine Werbefilmproduktion. Und hier habe ich einen kleinen Haken und kann das dann fixieren für die Zeile 1. Okay. Ich könnte es natürlich dem Zufall überlassen, wie das rotiert, weil hier ist eine Kombinatorik jetzt drin. Ich kann jetzt nämlich Zeile 2, Zeile 2, Zeile 2 definieren und mache dann hier unten meinetwegen Zeile 3. Da kann ich natürlich wild kombinieren. Und das ist auch die Zukunft der Suchanzeigen, dass ich jetzt nicht, wie jetzt gerade eben, einfach nur die zweite Zeile immer auswechsel und immer eine Anzeige habe, sondern eigentlich könnte ich auch nur mit einer responsiven Anzeige arbeiten und könnte hier sozusagen auch hier einfach nur meine Varianten einhämmern. Wie zum Beispiel Toppreis. Okay. Genau, was auch noch, was macht uns einzigartig, ist sicher auch der Marketing-Aspekt, also wir produzieren nicht nur einfach Videos, sondern wir machen Tour. Genau, aus einer Hand, ne? Und genau. Wenn ich jetzt da noch von bei mir schaue, da haben wir zum Beispiel eine Anzeige, da steht vereint Videoproduktion und Medienagentur. Das könnte. Können wir auch mal dran machen, ne? Was sein, oder? Dass wir nicht nur produzieren, sondern dass wir auch beraten. Konzeptentwicklung. Konzeptentwicklung. Konzept und Produktion, ne? Wir können hier wirklich sich austoben ohne. Die Frage ist natürlich, ich brauche ein entsprechende Klicks auch, um dann auch diese Tests durchzuführen, weil sowas braucht dann natürlich sehr, sehr lange. In dieser Kombinatorik wird als 1 ist da fix, wenn ich aber jetzt meinetwegen 3 Titel 1 Überschriften habe, 3 Zweier, 3 Dreier, dann kann man sich schon vorstellen, wie hoch deine Kombinatorik plötzlich ist, ne? Das ist dann brutal hoch, ne? 3 hoch 3. Dann habe ich fast 30 Kombinationen. Genau, da brauchen wir 30 verschiedene Anzeigen, die er dann durchtestet. Wenn ich jetzt aber noch die Kombinatorik mit 2 Beschreibungen nehme, oder 3, 4 Beschreibungen, dann wird es nochmal extremer. Okay. Also sieht man, okay, das ist eine Vielfalt von Anzeigen, mit denen Google letztendlich über den Algorithmus und der Erfahrung der Klicks dann über einen Zeitraum gute Entscheidungen treffen kann, weil er dann identifiziert, was passt. Man sieht auch hier die ganzen Kombinatoriken, ne, die jetzt hier schon entstehen. Ah, genau. Okay, da kannst du so einfach durchgehen. Genau. Oder auch hier in dem Bereich. Also dann wirklich eine große Vielfalt. Mhm. Ne? Ah, super schön. Ja. Genau. Mit Experten. Oder? Was
könnte man machen, ist jetzt, wie gesagt, er sagt jetzt hier gut, ich könnte jetzt meinetwegen noch mehr Anzeigentitel positionieren. Darauf würde ich mich jetzt aber nicht verlassen, da soll man auf seinen normalen Menschenverstand hören. Wichtig ist, das zu fixieren, 1, 2 und 3, in welche Zeile kommt was rein und auch die Beschreibung zu positionieren. Ich habe es jetzt relativ rudimentär gemacht, das kann man noch extrem ausweiten und kann da 20 Titel reinballern und meinetwegen 10 Beschreibungen und muss dann gucken, wie es dann vonstatten geht. Ja? Das, was wir natürlich jetzt haben, sind jetzt erstmal die Anzeigen. Die werden jetzt geprüft, passen die und dann werden die ausgerollt. Und dann habe ich auch im Grunde meine Liste mit den sogenannten CTRs. Mhm. Ja? Danach wird auch entschieden, okay, welche Anzeige funktioniert am besten. Das heißt, wenn die Klickrate hoch ist, habe ich natürlich schon mal einen ersten Win. Dadurch, dass wir auch die Anzeigen sehr selektiv auf ein Keyword ausgerichtet haben und jetzt meinetwegen jetzt nicht Werbespot Produktion Zürich. Für Werbespot Produktion Zürich würde ich jetzt nämlich eine eigene Anzeigengruppe aufbauen. Okay. Weil der Wortstamm ist ein anderer und somit soll nämlich die Anzeigenrelevanz gesteigert werden. Ja, man sieht es auch hier nochmal in diesen Spalten, die ich auswählen kann. Ich kann hier auf das Thema Keywords gehen, weil nur in den Keywords sehe ich auch meine Keywords, die ich eingerichtet habe. Und nur dort sehe ich dann auch meine Liste mit dem Qualitätsfaktor. Okay. Also meine Qualitätsfaktor, die erwartete CTR, die Anzeigenrelevanz und die Nutzererfahrung mit der Zielseite. Okay, und das erfahre ich aber dann erst, wenn wir dann wirklich Klicks haben, oder? Genau. Und jetzt kommt Folgendes. Jetzt meinetwegen sucht jetzt jemand Werbefilmproduktion in Zürich. Mhm. Das würde ich jetzt hier nicht sehen, sondern dazu muss ich in die Suchbegriffe gehen. Und hier werden dann die Suchbegriffe aufgerufen. Hier würde ich jetzt Suchbegriffe dann rauskopieren und würde die dann hier einfügen. Und zwar als exakt Matches. Mhm. Mhm. Okay. Weil nur dann bekomme ich im Grunde auch den Keyword, den Qualitätsfaktor für das Keyword auch raus. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich möchte jetzt nicht nur Werbefilmproduktion Zürich schalten, sondern ich will jetzt Werbefilmproduktion Schweiz schalten, aber mit der regionalen Eingrenzung auf das Keyword Schweiz. Mhm. Dann würde ich zum Beispiel empfehlen, meinetwegen hier in die Anzeigengruppe zu gehen. Ich würde mir diese Anzeigengruppe kopieren. Steuerung C, Steuerung V. Oder ich gehe auf Bearbeiten und füge das dann entsprechend hinzu. Zumindest an meinem Windows-PC ist das so mit STRG-C, STRG-V. Da gibt es noch ein paar andere Codes für die Appleianer. Aber jetzt würde er sie einfach nur kopieren, diese Anzeigengruppe, damit ich auch diese Anzeigen im Grundsetup natürlich nicht immer wieder neu erstellen muss. Mhm. Sondern ich werde jetzt hier noch das Keyword austauschen, das Keyword-Grundset, und ich werde die Anzeigen nur in der Regionalität austauschen. Okay. Ja, und ich werde natürlich schauen, wie es dann passt. Aber selbst für diese Variante nur mit Schweiz, ja, eine eigene Anzeigengruppe selektieren, damit die Anzeigenrelevanz hoch bleibt. Würde ich jetzt einfach auf Werbefilmproduktion Schweiz ausrollen, auch hier als Keyword, hätte ich schlechtere Qualitätsfaktoren und würde nicht auf 10 von 10 kommen. Oder nur unwahrscheinlich. Mhm. Ich verstehe. Dieses Selektive, das machen sehr wenige Unternehmen für sich selber. Das sehe ich immer wieder. Das ist relativ schwierig. Man, natürlich sieht man jetzt hier, ist nur ein Beispiel, ist ein sehr geringes Suchvolumen. Das ist jetzt nur demonstrativ. Wahrscheinlich würde ich jetzt was anderes machen wie Werbespot-Produktion Zürich oder sowas, ne? Aber nur um das jetzt mal zu verdeutlichen, wie schnell man dann auch natürlich verschiedene Keyword-Sets in verschiedenen Anzeigengruppen auch positionieren kann. So, Schweiz. Und ich kriege es zwar jetzt auch nicht in die URL rein mit der Schweiz, ich habe es jetzt auch nicht in der Haupt-URL, aber allein, dass ich eine Schweizer URL habe, suggeriert schon, okay, ich bin jetzt ein Schweizer Unternehmer, der jetzt auch im Schweizer Markt aktiv ist. Von daher sind auch Keyword-Domains oder auch Markendomains mit der Endung nicht unrelevant, um natürlich auch eine Regionalität auch zu suggerieren. Ja, ich jetzt beispielsweise mal um. Genau, und wenn wir jetzt, gut, jetzt sind wir eigentlich kurz vor der Aufschaltung, das heißt, wie oft schaust du dann da rein? Ich nehme an, am Anfang. Am Anfang
Täglich, ja. Am Anfang ja. Schaue ich täglich rein. Wir werden jetzt gleich nochmal die Anzeigenerweiterung auf Kampagnenebene uns nochmal kurz anschauen. Und dann sind wir eigentlich schon durch und ja, haben eine gute Basis. Wenn auf jeden Fall einer sucht, sind wir definitiv relevanter als die Anzeige, die wir gerade eben gesehen haben. Mhm. Ja, und somit stehen wir oben und werden auf jeden Fall alles, zumindest in der Sichtbarkeit, für uns tun. Wenn ich jetzt zum Beispiel Anzeigenerweiterungen mache, da kann ich das über die Kampagnenebene machen, dann werden die auch über die Anzeigengruppen auch vererbt. Wenn okay. ich jetzt zum Beispiel für die Anzeigengruppe und drunter eine eigene Anzeigenerweiterung definiere, dann ist die dominanter als die von der Kampagne. Meistens ist es aber so, dass jetzt die, man sieht es unter den Anzeigen, gibt es die Erweiterungen. Mhm. Meistens sieht es dann so aus. Wir haben jetzt schon über eine Kampagne verschiedene Bereiche über die Kontoebene. Man kann auch über die Kontoebene das definieren. Wenn ich jetzt das für die Kampagne definiere, dann ist das besser, weil ich schmeiße das jetzt hier raus auf Kontoebene. Das ist für mich jetzt nicht relevant. Mhm. Die baue ich neu auf. Deswegen selektiere ich das jetzt und entferne das. Okay. Jetzt vielleicht noch ein Aspekt. Eben das Zielpublikum ist ja B2B. Die sind eher auf Desktop als auf mobil. Würdest du jetzt mobil ausschließen? Da gehen wir gleich mal rein. Wir können die Gebotsanpassungen mobil, Desktop und Tablet können wir separieren. Okay. Ja, ich nehme jetzt auf jeden Fall hier in der Anzeigenerweiterung auch die Anruferweiterung rein. Ist auch für das Conversion-Tracking wichtig. Das heißt, die Nummer wird auch in der Anzeige auch ausgegeben. Und wenn jemand mobil ist, kann er direkt draufklicken und ich kann es tracken. Mhm. Das, was ich immer noch gerne mache, sind die Zusatzinformationen. Da haben wir jetzt noch keine. Das sind so eine Art Alleinstellungsmerkmale, die wir jetzt machen können. Ne? Preisgekrönte Filme. Oder Werbespots. Passt, glaube ich, ein bisschen besser. Was vielleicht auch noch ist, wir haben auch internationale Kunden. Oder das bedeutet, dass wir... Man sieht auch schon die Simulation hier an der Seite. Das sind dann sozusagen diese Zusatzinformationssnippets, die ich dann auch wieder positionieren kann. Langjährige Erfahrung. Und das entscheidet auch Google, welches dann besser funktioniert. Okay. Also ich kann jetzt hier noch weitere hinzufügen. Jetzt direkt in Zürich. Muss man mal kreativ sein. Genau, das sind jetzt die Zusatzinformationen und danach wird normalerweise auch ein sogenannter Optimierungsfaktor dann auch definiert, auch über die Anzeigenerweiterung. Man könnte jetzt zum Beispiel auch noch Preiserweiterungen jetzt noch positionieren, das heißt, man kann meinetwegen Abstufungen machen, ist jetzt hier ein bisschen schwierig. Das, was man noch machen kann, sind die Standorterweiterungen, das heißt, die Verknüpfung mit dem Google My Business Konto. Okay. Und genau, ich habe die jetzt hier nicht, das müsstest du machen, weil es jetzt mein Verwaltungskonto ist, da habe ich jetzt keine Berechtigung für den Google My Business Account. Das könntest du dann nochmal nachziehen in der Anzeigenerweiterung. Das, was auf jeden Fall noch wichtig ist, sind die Sitelinks. Die sind extrem wichtig. Sitelinks? Ja, zum Beispiel würde ich jetzt hier Kontakt oder kostenfreies Angebot. Also kann ich wirklich aktivieren, weil die werden auch ausgerollt in diesen, man sieht es hier an der rechten Seite, in diesen sogenannten Bullet Points. Natürlich müssen auch dann hier entsprechende URLs positioniert werden. Okay. Genau, die muss man noch suchen. Genau. Filmproduktion, zack. Oder wir haben ja auch einen Link für die Gratis-Session. Also wir haben ja eine Unterseite, wo man die Gratis-Session buchen kann. Mhm. Das ist auch gut, genau. Online-Strategie-Beratung oder wieso? Ja, guck mal, genau. Also, die haben da richtig viele Möglichkeiten. Ah, Online-Strategie-Session, genau, haben wir mit drin. Auch eine über uns kann man noch mit reinbringen, das ist auch mal ganz, ganz cool. Also, sind auch so Trust-Bereiche. Jetzt gucke ich mal, ob wir eine konkrete Kontaktseite haben. Wahrscheinlich ist das diese Online-Session, ne? Nee, das ist nicht. Doch, das ist ein Wunschtermin. Ah, okay. Genau, ist oben rechts der blaue Button.
Da bin ich drin, aber wo ist der Kontakt? Der ist immer auf jeder einzelnen Seite, ne? Hier habe ich Kontakt. Das ist nur die Sprungmarke, alles klar. Schlimm, ich kann es auch meinetwegen, habe ich hier einen Kontaktsprungmarke drin. Ja, vielleicht eine Kontaktsache könnte noch fehlen. Gibt's nicht. Okay, dann ist das so. Termin vereinbaren. Da ist es auf jeden Fall drin. Ja, okay. Hola, Falter-Button. So, Kontakt bzw. Termin vereinbaren. Nein, die URL Nice. muss unterscheiden. Okay, dann nehmen wir das mal Okay. raus. Okay. Sehr gut, ja. Genau, da Da kannst kann du man da natürlich auch noch andere nee. Sachen anbringen. Manche gucken halt vielleicht über eine über das Thema Werbespot, wollen aber vielleicht ein Image wählen, kann auch manchmal sein, und dann kann man die auch mit dem Sitelink direkt drauf lenken. Genau, Ebenfalls denkbar. das vergrößert eigentlich die Anzeigefläche und hoffentlich dann andere. Auch das Thema Videomarketing werden wir hier gesondert nochmal positionieren. Auch da haben wir nochmal ein Alleinstellungsmerkmal auch drin, ne? Haben wir jetzt die vier Sitelinks drin? Ja, kann man noch erweitern ohne Ende. Auch Google wird hier ein Rotationsverfahren nehmen und wird das dann entsprechend dann auch ausrollen. Wir gucken jetzt mal auf die Anzeigen rein. Die müssten mittlerweile sogar freigeschaltet sein. Okay. Und das, was man hat, die eine ist noch nicht frei, die anderen sind schon freigegeben. Das heißt, die werden jetzt im Grunde auch schon geschaltet. Man kann es auch testen, indem man einen sogenannten Anzeigenforscher und Diagnose dann auch wieder auswählt. Also gar ja. Um auch den Test durchzuführen, ohne jetzt meinetwegen in der Region zu sein. Das ist für mich immer ganz nützlich, weil ich meistens immer in Erfurt bin und die Kampagnen weniger in Zürich baue. Und jetzt habe ich zum Beispiel Zürich als Simulation. Ah, super. Und Okay. kann das hier dann entsprechend simulieren. Kann auch hier mobil simulieren, kann meinetwegen Desktop simulieren. Aber die ist jetzt noch nicht im Rollout. Ja, da müssen wir noch ein bisschen warten und müssen mal gucken, wie die sich Okay, dann also einbindet. die würde kommen, aber die ist. Genau, die wird jetzt hier kommen. Das ist eine Frage, wie die jetzt ausgerollt wird. Aber im Grunde ist die schon freigegeben, dauert noch ein bisschen, bis es dann wirkt. Genau. Ne? Und dann stehen wir hier oben mit drin. Vielleicht auch wichtig, eben zu sehen, wer schaltet sonst noch und Ja, das ist ein sehr, genau. sehr wichtiger Punkt. Das kann ich noch zeigen, wo man das dann auch erfährt. Das heißt, man geht in die Kampagne rein und geht dann entsprechend auch in die Keywords und sieht dann hier die Auktionsdaten. Und hier ist dann eine Liste von allen Wettbewerbern, Okay, ebenfalls auf ah, die Keywords spannend. halten. Und das kann ich auch wieder selektieren zwischen einzelnen Anzeigengruppen. Okay. Und plötzlich weiß ich, auf welche Keywords die schalten und mit welcher Wahrscheinlichkeit oder ja, mit welchem Anteil die auch positionieren und belegen. Das, was ich über die Kampagneneinstellung ebenfalls noch machen kann, ist, eine Zielgruppe zu definieren oder Zielgruppen auszuschließen. Ist immer relativ vage, aber es geht schon, ja, man kann hier wirklich eine Selektion vornehmen oder auch ausschließen. Zum Beispiel alle, die meinetwegen auf Analytics schon auf meiner Seite waren, die kann ich zum Beispiel ebenfalls ausschließen, ne, wenn die Cookies zulassen, und kann im Grunde auch hier über Analytics Streuverluste vermeiden, weil ich zum Beispiel Ja. nur Kunden haben will,
die mich noch nicht kennen. Wenn ich zum Beispiel eine Markenkampagne habe und jemand sucht Filmproduktion, Zürich oder Ustream, dann will ich aber alle, die meinetwegen in den letzten 30 Tagen schon bei mir drauf waren, die will ich nicht wieder mit einer Werbeanzeige belegen, weil ich da wieder Geld raushau. Ne? Mhm. Ich kann natürlich Fall, ja. Werbung und Vermarktung, Medienunterhaltung, das würde jetzt hier richtig gut passen. Sowas könnte man damit machen. Ne? Aber man kann ja auch Sachen ausschließen. Muss man sich okay. Im Alter damit auseinandersetzen. Demografische Merkmale, Alter, Geschlecht kann man ebenfalls definieren. Ja. Mhm, wie Google es immer identifiziert, im Mobilen geht das recht gut. Da ist Google relativ stark. Wenn es sich um Android-Geräte handelt, ist es aber meinetwegen Apple, da ist Google auch relativ schnell raus. Woher will, ja, also es ist nicht mega exakt. Ich lasse meistens unberührt die Zielgruppen. Ich gehe dann lieber auf die Keywords und auf den Werbezeitplaner. Also hier kann ich zum Beispiel auch den Werbezeitplaner nutzen und hier auch eine Einschränkung machen, was wir ebenfalls schon besprochen haben. Und zwar sage ich, hey, ich will nur Montag bis Freitag und zwar von 7 Uhr. Macht es jetzt Sinn? Nein. Das ist eine Frage, macht es jetzt Sinn, dass wir nur Werbung am Nachmittag schalten, weil vielleicht die Konkurrenz am Morgen schon dabei ist und ihr Budget schon durch ist? Also, normalerweise sieht man es an den Impressionen und an den Klickraten. Ne? Also die Conversion selber entscheiden normalerweise darüber, wie wertvoll sind die Klicks. Okay. Dadurch, dass wir aber den Kunden kennen oder den Kundenkreis kennen oder wissen, wann unsere Anfragen in aller Regel reinrauschen, ist es hier einfach nur die Vermeidung von Streuverlusten. Also ja, wie wertvoll soll ein Klick um 2 Uhr nachts sein? In dem Fall ist es jetzt wirklich nicht schlimm, weil das Suchvolumen relativ klein ist. Ja? Habe ich aber Suchvolumen mit meinetwegen 10.000, 20.000 Suchanfragen im Monat oder am Tag, im Extremfall, dann ist es natürlich eine wichtige Selektion, weil ich mir dann Tausende von Klicks vielleicht spare. Und ich natürlich Tage, Stunden, man kann das alles differenzieren bis ins Klein-Klein. Genauso geht es auch in den Geräten, Computer, Smartphones, Tablets. Wenn ich weiß, hey, Smartphones sind jetzt für mich nicht so relevant, kann ich zum Beispiel sagen, ey, ich mache hier eine Senkung der Gebote von meinetwegen 33%. Okay. Das heißt, ich zahle keine 5 Schweizer Franken mehr, sondern meinetwegen nur noch 3,50. Mhm. Ähnlich vielleicht bei Tablets auch. Ja? Aber sage zum Beispiel, hey, im Bereich Tablets, Smartphones nicht so relevant, aber hier kann ich zum Beispiel auch steigern. Ne? Kann erhöhen und sage hier, ich bin sogar bereit, 7 Euro pro Klick zu bezahlen, erhöhe das Ding mal hier meinetwegen 50%. Deswegen ein Conversion Tracking. Conversion Tracking gehen wir über die Tools und Einstellungen. Entweder wir importieren die Conversion Tracking meinetwegen über einen Tag Manager oder über Zielvorhaben aus dem Google Analytics oder wir legen ein neues Lead-Formular an und können hier zum Beispiel das Conversion Tracking Kontaktformular nutzen. Ich greife das mal auf. Hier haben wir gesagt, die Anruf-Conversion ist dabei. Hier haben wir das Kontaktformular. Ja. Können wir es hier anlegen? Können ja auch einen Wert hinterlegen. Das ist aber relativ schwierig bei dem. Und ich kann zum Beispiel Einstellungen ändern. Ich bin zum Beispiel nicht so ein Fan vom ersten Klick, sondern ich nehme in aller Regel das sogenannte positionsbasierte Modell. Das heißt, jemand kommt auf die Seite, springt vielleicht ab und kommt irgendwann später wieder. Okay. Dass ich sozusagen auch Teil-Conversions auch messen kann. Ne? Okay. Dass zum Beispiel auch die Rückverfolgung ist, nicht nur der letzte Klick oder der erste Klick gezählt als Conversion, sondern wirklich auch über einen Zeitraum, über einen Cookie-Zeitraum, wenn ich den messen kann. Und da habe ich das zum Beispiel auch mit drin. Das sogenannte Badewannenmodell. Zeitraum für die Klicks sind 90 Tage. Okay, wo und dann wird es wieder geresettet. Genau. Dann habe ich meinetwegen hier die Bereiche. Dann habe ich hier die Tag-Einrichtung und dieser Tag muss im Grunde eingebunden werden. Würde ich jetzt zum Beispiel senden. Entweder Seitenaufbau. Man nimmt hier meistens dafür Danke für Ihre Anfrage. Mhm. Also als Umleitungsseite nach der Conversion. Und dort ist dann der Seitenaufruf definiert oder der Klick auf einen Button kann auch als Schaltfläche, auch als Conversion genutzt werden. Man unterscheidet hier zwischen Website-Tags oder Ereignis-Snippets. Die über den Tech-Manager laufen. Ne? Aber in diesem Sinne, Seitenaufbau ist okay. Genau. Mach mal dran dich. Tag senden. Da ist eine Anleitung drin, leitet dann den Programmierer weiter oder entsprechend und der bindet das dann ein. Okay, und das wird dann in den Tag-Manager einfach eingebunden und dann. Nee, das wird auf der Homepage eingebunden. Jetzt meinetwegen habe ich jetzt einen Seitenaufruf gemacht auf einer Danke-Seite, die gibt es ja. Ja. Und ja. So
heißt die. Und dort wird im Grunde das eingebunden. Ne? Und hier haben wir vielen Dank für Ihren Aufruf. Wenn das eingebunden ist, et voilà, habe ich eine Conversion. Und die wird dann sozusagen hier im Ads-Bereich dann auch angezeigt. Okay, alles klar. Genau. Das wäre jetzt erstmal der Schnelldurchlauf für den ersten Schwung. Ist ungefähr schon jetzt eine Stunde wieder vergangen. Die Zeit geht rasend schnell. Ja, geht schnell, geht schnell. Vorstellen. Ja. Aber es ist auch extrem komplex, ja. Ja, aber man sieht halt, da ist jetzt noch nicht viel Detailverliebtheit dabei, wie intensiv jetzt auch eine Kampagnenerstellung auch für AdWords-Agenturen auch im Allgemeinen ist. Das heißt, ich habe jetzt hier zwei Anzeigengruppen stehen. Das ist jetzt noch nicht die Welle, da sagt der Kunde jetzt noch nicht juhu. Glücklicherweise braucht man nicht immer sehr, sehr viel, weil das Budget meistens auch begrenzt ist, aber man sollte schon immer ganz klar differenzieren. Normalerweise müsste jetzt die Werbefilmproduktion einmal für Zürich ausrichten, einmal für Basel, einmal Luzern und müsste die Kampagnen duplizieren, die Anzeigengruppen duplizieren und dann ist halt wirklich viel Fleißarbeit. Ne? Es gibt auch die Möglichkeit von dynamischen Anzeigen, das geht natürlich auch, aber das ist nochmal ein bisschen höher von dem Streuverlust. Im regionalen Bereich bin ich relativ effizient, indem ich das selber auch gut positionieren kann und ist normalerweise jetzt auch nicht so dramatisch, das dann einmal zu erledigen. Aber man muss halt wissen, wie. Und die erste Regel ist halt immer lieber kompakt und auch zielgerichtet anfangen und dann sukzessive sich zu erweitern. Genau. Jetzt fangen wir mal mit 10 Franken an und dann machen wir hier nach ein paar Tagen. Ich bin der Meinung, dass das Budget wird hier nicht aufgebraucht. Ich sehe es eher so, vielleicht im Januar könnte das Budget mal aufgebraucht werden. Aber es ist jetzt ein kleiner Testbereich. Man sollte wirklich schauen, welche Keyword-Kombinationen könnten noch interessant sein. Dazu gibt es natürlich auch viele Tools, die auch Wettbewerber analysieren können. Ahrefs, Ads-Checker oder auch Sistrix Ads-Checker kann ich auch Wettbewerber checken, auf welche Keywords die gehen. Und ich muss halt natürlich auch in dem Prozess schauen, welche Keywords passen zu mir. Oder mit welchen SEO-Strategien positioniere ich mich zusätzlich auch auf den Keywords. Aber kann die natürlich auch im Vorfeld auch testen. Mhm. Ja, wunderbar. Genau. Das war der kurze Ablauf. Genau. Es war soweit verständlich. Ansonsten, wenn es Fragen gibt, könnt ihr uns gerne buchen. Ja, genau. Um das geht es ja eigentlich, dass wenn man das schon macht, dass man das mit einem Experten macht, wie du. Das heißt, vielleicht, dass du noch kurz einmal die ersten Schritte erklärst, also oder dass man sich vorstellen kann. Also kommen die Kunden zu dir und sage, du, ich brauche eine Google Ads Kampagne, mach mir eine, oder wie sieht das typisch aus? Ist eher selten. In aller Regel kommen die natürlich immer erst mit dem Ziel und sagen, okay, ich möchte Suchmaschinenoptimierung machen oder ich brauche eine neue Homepage. In den Erstgesprächen identifizieren wir natürlich erstmal die Ziele und schauen natürlich auch auf die Möglichkeiten, was das Unternehmen auch schon hat. Häufig müssen wir erst einmal im ersten Schritt die Webseiten überarbeiten, weil sonst auch die Anzeigen zu teuer werden. Weil Kunden werden nicht abgeholt, Kunden haben keine Conversions. Da verbrenne ich halt eine Menge Geld. Nicht nur in der Ausrichtung kann man viel Geld verbrennen, sondern natürlich auch, indem ich die Kunden, die ich teuer mir einkaufe, nicht richtig auf meinen Zielseiten verarbeite. Deswegen ist es wirklich so, dass wir in erster Linie uns erstmal die Homepages anschauen, die Homepages flott machen und dann im Grunde den Kunden mit Werbestrategien versuchen draufzuziehen. Langfristig eher SEO, kurzfristige Maßnahmen, sofort mit Ads oder Social-Media-Kampagnen, das ist dann egal, wo der Traffic herkommt, nur die Interaktionsraten unterscheiden sich von den Kunden. Ne? Mhm. Das heißt, alles, was über Suchmaschinenmarketing kommt, ist in der Regel schon etwas weiter im Findungsprozess. Wenn jemand meinetwegen schon sucht, Filmproduktion oder Werbefilmproduktion Zürich, dann hat er schon ein konkretes Interesse. Wenn ich jetzt eine Display-Kampagne mache, eine Banner-Kampagne oder eine Social-Media-Kampagne, dann ist derjenige noch gar nicht auf dem Trichter, dass er ein Interesse für irgendein Thema hat. Das heißt, ich muss ihn erstmal aktivieren. Ja, das ist dieses sogenannte AIDA-Modell. Attention, Interest, Desire, genau. Action. Das läuft bei dir jetzt im B2B-Bereich so, aber natürlich auch mit Privatkunden, die vielleicht auch der Unternehmer selber mit Werbefilmen erreichen will. Weil der Film an sich bringt ja noch nichts. Ja, der muss natürlich auch Reichweite generieren und der muss genauso strukturiert sein, dass er ebenfalls aktiviert, Interesse weckt, einen Wunsch weckt und dann natürlich vielleicht auch eine Aktion hinter sich zieht. Also es ist ein relativ komplexes Thema, aber Ads ist natürlich immer ein wichtiger Bestandteil in einer Online-Marketing-Strategie oder auch, wenn man es kompakt sieht, in einem Suchmaschinen-Marketing-Kosmos. Mhm. Ja. Von daher,
Das Besondere bei uns ist zum Beispiel, wir haben keine Umsatzbeteiligung an den Budgets, was viele Agenturen machen, sondern wir arbeiten für ein monatliches Budget, eine monatliche Pauschale. Aufgrund der zeitlichen Aufwendung, die wir da sehen, und überlassen auch die Daten, also dieses Konto, auch dem Kunden. Ne? Es ist auch kein seltener Fall, dass zum Beispiel ich als Agentur könnte ja natürlich auch alle Daten in meinen eigenen Accounts aufbauen, gebe nur eine Auswertung dem Kunden jeden Monat als Monitoring zur Verfügung. Wenn der Kunde allerdings kündigt, dann sind die Daten alle bei mir und eine andere Agentur muss bei Null anfangen. Aber dieses Learning ist halt sehr, sehr wertvoll. Diese Daten, die dadurch generiert werden, sind sehr, sehr wertvoll. Und von daher überlassen wir das auch dem Kunden. Das ist unser Credo im Rahmen der Fairness in der Zusammenarbeit. Ja, super. Ja, ja. Danke, Florian, für diesen Durchlauf. Und dann sind wir mal gespannt, wie es dann in ein paar Tagen, in ein paar Wochen aussieht und genau, wie wir das dann weiterentwickeln. Ja. Ja. Schauen wir uns gerne an, können wir gerne nochmal ein nachfolgendes Video machen, wie kann ich auch bestehende Anzeigen oder auch Keyword-Sets auch korrigieren, optimieren und verbessern. Cool, danke. Ja.